Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mushroom Wars. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben, Level 23. Ein sehr, sehr schwieriges Level. Ich habe mich hier echt mit dumm getan und ich hoffe natürlich, dass diese Folge besser läuft. Ich denke einfach, wir werden hier echt versuchen, hier diese zwei Teile einzunehmen, so wie immer. Also, ich werde diesmal nicht mehr versuchen, irgendwie dem Gegner zuvorzukommen oder sonstiges, sondern aua, so wie ich normal auch spielen würde. So, jetzt haben wir jetzt schon da vorne Minus gemacht. Ich denke, wir brauchen das Teil hier, oder? Der Gegner ist da gerade schwach. Das heißt, wir greifen ihn da auch mal an. So, und dann upgraden wir in der Zwischenzeit einfach mal alles. Schicken da noch ein paar hin, weil ich nicht denke, dass sie das schaffen. Oh doch, schaffen die. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Okay. Yes! Okay. Jetzt muss ich das irgendwie verteidigen und den weiter angreifen. Ich denke, ich kann hier sogar jetzt aufs Upgraden scheißen. Sehr schön. Okay, die nach unten. Oh nein, jetzt nicht noch weitere nach unten schicken. Gut. Damit habe ich den überrumpelt, weil der dachte, ich schicke noch mehr nach unten. Sehr schön. Okay. Sehr, sehr schön. Ah, mein Haus ist übel am Burnen. Yes. Sehr gut, wir haben gerade richtig viel Luck. Ja, wo läuft der denn jetzt hin? Okay, wir kriegen genug Leute hier rein, um angreifen zu können. So. Sehr schön, finally haben wir das Haus hier erobert. Okay, von hier aus können wir den Rest machen. Endlich, als ob das so schwer war. Und das einfach First Try jetzt in der nächsten Episode ist. GG. Okay. Von hier aus da rein und von hier aus dann da rein. Dann ist GG. Holy shit. Warum hat es in letzter Episode so schlecht geklappt? Das lief einfach jetzt wie Butter. Holy shit. Okay. Es hat aber geklappt. Ich bin tatsächlich direkt noch instant nach der nächsten Folge am Aufnehmen, deswegen freue ich mich umso mehr. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen großen Kampf. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Das ist auch eine Multiplayer-Map, die oft gezockt wird. So. Ich mag das tatsächlich. Also ich finde das echt super cool, sowas zu kämpfen hier. Wir haben natürlich einen Vorteil hier in der mittleren Basis. Aber es gibt halt extra so eine Multiplayer-Map, die da auch ausgelegt ist. Was will der? Der will das Teil haben. Nur über meine Leiche kannst du das haben. Never ever. Nur weil ich da jetzt alle Leute rausgeholt habe, heißt nicht, dass du einfach angreifen kannst. So, wir müssen uns entscheiden, wen wir zuerst angreifen. Aber als erstes werde ich mich hier ein bisschen verteidigen. Ich werde mich ein bisschen aufbauen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. So, okay. Also, haben wir jetzt hier vorne 30 Stück. Das kann nicht mehr geupgradet werden. Das unten kann noch geupgradet werden. Von hier aus schicken wir die Hälfte mal wieder zurück. So. Okay. Ich glaube, ich werde oben zuerst angreifen. Einfach aus dem Grund, weil sich das gerade so oben so schön ansammelt. Oh nein, das wollte ich gar nicht. So, okay. Jetzt einfach mit dieser 90er Armee rüberlaufen. Bam. Erstes Haus erobert. Sehr schön. Komm schon, du kannst es nicht sofort wieder zurücknehmen. Danke. Okay. Hier dasselbe. Und von hier erstmal zur Protection aufteilen. Perfekt. So. Das wird, glaube ich, nicht klappen. Schade. Aber wenn ich nochmal... oh Gott, jetzt holt er sich das zurück und hier oben auch. Sehr gut. Sehr gut. Hey, hör auf, dir die ganze Zeit das Haus zurückzuholen. Okay, aber blau ist schon gleich instant raus aus dem Game. So, perfekt. Tut mir leid, Blau. Okay, technisch gesehen könnten wir die hier alle rausmoven. Und einen Turm daraus machen. Ja, natürlich nicht, wenn der die auch instant wieder einnimmt.
Oh, gut, Glück gehabt. So, die können wir alle upgraden. Er will den... Oh, er will gar nicht den Turm einnehmen, er will das hier einnehmen. Aber gut. Er will das da einnehmen, was? Zum Glück laufen meine so schnell. So, sehr schön. Er hat da oben seine Sachen wieder zurückbekommen. Das ist total okay. Ich werde hier auch noch einen Turm machen. Einfach zur Sicherheit. Und hier hinten kann ich aus einem Haus... Warte, ich mache sogar aus dem mittleren Haus das, weil das hier am wenigsten abgegradet ist. Aus dem mittleren Haus werde ich eine besondere Fabrik machen. Okay. Und hier können wir auch erstmal angreifen. Will der das jetzt? Ja, will der. Sehr schön. Au. So, die können wir dann nachziehen. So, Rot hat jetzt nichts mehr. Grün ist auch ziemlich überwältigt. Von der Seite auch nochmal alles da reinschicken. Von der Seite hier. Das glaubst du auch jetzt nicht wirklich, dass das klappt, oder? Er denkt wirklich, dass es klappt. Oh mein Gott. Ja. Das war's, würde ich sagen. Puh. Eine 3 gegen 1 Situation überstanden. So, alle Gebäude des Feindes erobern. Okay, wir wissen natürlich nicht, wie viel in den einzelnen Gebäuden drin ist. Also müssen wir hier vorsichtig sein. Okay, es ist nicht sehr viel drin. Gut. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt von Haus zu Haus ziehen und alles einnehmen. So, da reinziehen. Dammit. Oh oh. Ich könnte Stress bekommen, wenn ich weiter so fortfahre. Oh ja, ich werde Stress bekommen. Okay, ich denke, es war der falsche Ansatz. Wir machen einfach nochmal neu. Wir haben ja nichts zu verlieren. So. Und hier. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Wir schicken die Hälfte davon, die ankommt, wieder zurück. Und machen das Schritt für Schritt. Wir waren zu schnell beim Einnehmen. So, warten wir, bis alle Gegner da waren. Und dann upgraden. Perfekt. So, der Gegner wird sich nur leider zu schnell fortproduzieren, wenn wir hier den zu lange ruhen lassen. Wow. Oh Mann, ey. So. Willst du mich verarschen? Lass mir doch einfach dieses eine Haus. So, dankeschön. Möchte er mir wohl nicht lassen. Och Mann, jetzt hat er das. Das ist super wichtig. Ja, und jetzt hat er auch noch den Turm. Okay, so können wir das auch nicht angehen. Okay. Ich denke, ich werde mich mit meinen Leuten jetzt hier Richtung Turm erstmal begeben. Dass wir alles einnehmen und Richtung Turm gehen. So. Und damit ich schnell genug in dieses Lager alles nachschicken kann. Perfekt. Warum greift er jetzt nicht an oder macht gar nichts? Okay, das ist weird. Da jetzt ganz viele rein. Und er möchte... Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Jetzt hat er 2 Sterne. Und möchte meins hier unbedingt einnehmen. Willst du mich verarschen? Das kannst du doch nicht machen. Jo, und das nimmt er... Okay, doch nicht. What? Zurück, 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 zurück. Alle zurück. Sehr schön. Jetzt habe ich mehr verteidigt. Boah, er schickt aber super viele los. Glück gehabt.
Okay. Was mache ich denn jetzt am besten? So ein Angriff? Wäre das die beste Option? Nee. Das gibt ihnen nur Free Moral, wie ich gerade sehe. Ey, kannst du mal aufhören? Das nervt. Damn it! So. Er macht's einfach weiter. Er will einfach mir das Teil nicht lassen. So, sehr gut. Wir verteidigen gerade aber die ganze Zeit. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr viele Punkte for free. So, das graden wir auch endlich mal ab. Turm, oder? Nein, immer noch nicht. Dann das da. Aber warum will der den Turm nicht einnehmen? So, was ich jetzt machen werde, ist angreifen. Ich kann es nicht die ganze Zeit auf mir sitzen lassen, dass ich hier... Oh mein Gott. Ich aber nichts davon habe. Perfekt. Alter, der Angriff da. Holy shit, bitte nicht, bitte nicht. Yes, sie haben es noch geschafft, sie haben es noch geschafft, sie haben es noch geschafft. Hell yes. Puh. Anstrengender Kampf hier vorne mit ihm. So, ich weiß nicht, wie viele da drin sind, aber das sollte eigentlich ausreichen. Perfekt. So, wir haben sogar noch ein Upgrade nebenbei durchführen können. Okay, obendrein müssen wir die jetzt loswerden. Okay, also von hier da ein Angriff und noch ein Angriff. Und noch ein Angriff, sobald die ungefähr auf der Hälfte sind. So und so. Perfekt, das sollte jetzt eingenommen sein. Sehr schön. Da hat er die rausgeschickt. Sehr schön. Oh mein Gott, was versucht der denn jetzt? Oh meine Güte. Der macht mir da echt Ärger. Der macht mir übel Ärger. So, sehr schön. Okay, die können wir jetzt hier reinholen. Und von hier aus eigentlich sofort auch dahin. So, dann hätten wir es eigentlich auch geschafft. Ja, nice. Wir haben einfach komplett volle Moral. Er kann eigentlich nichts dagegen tun. Das heißt, ich könnte sogar alle rausholen, aber das mache ich hier nicht. Ich werde aber so angreifen. So, perfekt. Wow, jetzt haben die es tatsächlich noch geschafft, hier vorne was zu bekommen. Okay, perfekt, Leute. You win. Oh yeah, baby. So, alle Gebäude des Feindes erobern. Okay. Als erstes das Haus hier. Das ist halt sehr, sehr dumm und muss aber getan werden. Ah. So. Dann von hier aus erstmal ganz gemütlich upgraden. So, ich denke, das wäre nicht mal sehr schlimm, wenn er das einnimmt. Problem ist, ich weiß halt nicht, wie viel Inhalt das hat. So, wir greifen jetzt von hier an und von hier. Sehr schön. Free Turm bekommen, okay. Das heißt, die unteren Einheiten kann ich jetzt nach oben immer rein bewegen. Der hat ja jetzt locker 30, 40 Einheiten drin. Gosh. Ja. Da muss ich jetzt was machen, unbedingt. Ich denke, wir werden uns darauf fokussieren, das Teil zurückzubekommen und daraus irgendwas anderes zu bauen. Oder wir fokussieren uns darauf, das zu bekommen. Das ist nämlich so unscheinbar, dass man es einfach nicht bemerken würde. So. Ich denke, wenn wir den Turm jetzt rechtzeitig bekommen, haben wir da wieder einen Vorteil von, weil wir die ganze Einheit hiervon töten. So, dann können wir das noch einnehmen. Perfekt. Okay. Von hier aus können wir auch da rein. Sehr schön. Ja, dann nehmen wir das jetzt weg, aber ist okay. Das ist total okay und legitim.
So, ich habe eigentlich Angst von diesem Turm hier die ganze Zeit bedroht zu werden, aber der Turm ist auch genau meine Absicherung, dass ich halt safe alles überleben kann. Okay, das ist ein direkter Angriff. Oh, vor allem mit wie viel er angreift. Ja gut, das kann ich nicht deffen. So, dann werde ich die erstmal noch upgraden. Und ein bisschen hochfarmen. Wir haben ja nicht umsonst Türme. So. Wir haben tatsächlich sogar, sind gerade was am Verlieren. Das ist nicht so schön. Das Teil will der halt unbedingt haben. Ich könnte ihn das Teil halt wegnehmen und dann auch noch eine Schmiede machen. Aber nimmt er die halt ein, hat er zwei Schmieden. Nicht gerade so cool. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht bekomme. Dankeschön. So. Kriegst du nicht. Perfekt. Okay, der hat in der Schmiede jetzt gefühlt 100 Leute drin oder so. Komm schon. Das kann doch nicht sein, dass du einfach dieses Haus da haben willst. Das ist super unbedeutend. Der will es einfach mit allen Mitteln haben. Ja, weiterhin. Ich könnte sogar die Schmiede jetzt angreifen. Tatsächlich. Von hier aus schicken wir die Hälfte zurück. Auch wenn es dumm klingt. Aber wir können es tatsächlich bekommen. Ja, wir haben es auch bekommen. Sehr gut. Von der Schmiede aus weiter. Die dahin, die dahin. So. Das upgraden nach unten. So, perfekt. Haben wir jetzt wieder ein paar Sachen eingenommen. So. Können beide da reingehen. Dammit! Gib mir endlich dein Haus. Ja, okay. Das eine kannst du bekommen, wenn ich dafür die Ecke bekomme. Sehr schön. Okay. 100 Stück sind hier jetzt drin. Holy shit. Okay, der wird jetzt da angreifen wollen. Ah! Hör auf! Dankeschön. So. Da können Einheiten rein und hier oben müssen wir das jetzt zerstören, sobald es geht. Sehr schön. Nee, 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 nee. Du wirst hier nicht Nachschub holen. So. Okay, ist GG. Puh, der hat mir ein bisschen Stress bereitet. Ist aber noch in Ordnung. You win. Perfekt. Okay, schneller 300 Punkte. Das heißt, wartet mal. Wir müssen eigentlich nur das in der Mitte halten, oder? Okay. Wir machen mal auch zwei Häuser daraus. Und schicken mal alle kurz raus. Okay. Dasselbe können wir auch hier machen. Weil von innen können wir diese 100er Verstärkung sehr schnell losschicken. Okay, die Gegner haben jetzt erfolgreich abgewehrt. Jetzt habe ich natürlich Probleme. Oh mein Gott. Okay, das ist natürlich Rampage. Wir können auch einfach geduldig sein. Wir schauen einfach mal. Nee, ich darf nicht geduldig sein. Wenn ich zu lange warte, habe ich schon Probleme. So, ohne Upgraden einfach direkt mal alles von dem einnehmen. Sehr schön. So, wir swappen mal. Und zurück zum Anfang müssen jetzt erstmal ganz viele wieder. Damit wir da wieder unseren Bunker haben. Okay, perfekt. Von hier aus können wir weiter einnehmen. Von hier aus können wir alles weiter einnehmen, so wie ich will. Oder auch nicht.
Upsasa. Kleinen Fehler gemacht. Aber wir können alles hier upgraden. Oh, wow. Jetzt nimmt ihr mir das Teil da weg. Hier sollte ich vielleicht auch was drin haben. Okay. Never ever kriegst du das. Ha! Erfolgreich abgewehrt. Es gibt natürlich Punkte für mich. So. Überrennt der denn mich einfach mit einer Armee? Ich fasse es nicht. So. Oh wow, das war knapp gedefft. Es war genug gedefft. Nein! Hier kommt er noch rein. Damn it. Okay, perfekt. So, wir müssen natürlich die ganze Zeit Mushrooms gerade aufwenden, um Sachen zu verteidigen. Oder um Sachen wieder abzugraden, nachdem sie zerstört worden sind. Und das kostet natürlich sehr viel Ressourcen. So, du kannst mich mal. Da wirst du keine Basis aufbauen. Egal, wie sehr du es willst. So. Jetzt habe ich dem etwas genommen. Das ist schon mal ein Anfang. Aber ich will dieses Teil hier auf jeden Fall wegnehmen. Sehr schön. Okay, das kannst du mir klauen. Damit habe ich kein Problem. Dafür werde ich dir jetzt deine Schmiede klauen. Sehr schön. Jetzt das hier. Ups. Das hier. So, das können wir wieder upgraden. Okay, das ist eigentlich schon gewonnen, Leute. Schicken jetzt ein paar willkürlich durch die Gegend. Okay, das war vielleicht nicht so smart. Egal. Das ist nicht schlimm. Fehler machen kann man jetzt nicht mehr großartig. Hey, warum ist das denn immer noch nicht eingenommen? Damn it. So. Ach, hier ist noch ein Häuschen. Sweet. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir schauen mal, wo wir überhaupt sind noch, also was wir noch alles machen müssen. Sonst fehlt nicht mehr viel. Es ist vorhin, glaube ich, noch 3 Level. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut raus und bis demnächst. Ciao.